Hallo, du Travis hier. Heute gibt es endlich mal wieder seit Jahren. Ich habe Strobe von seiner Valorant-Sucht kurzzeitig befreien können. Er macht mit mir eine Clash Royale Challenge. Wir gehen rein in Mega Draft. Er konnte es gerade schon mal nicht fassen, dass ich ultimativer Champion war. Top 1000 Deutschlands. Ultra geil. Wir gehen rein. Wenn euch diese Videos gefallen, auch gerne nochmal nächstes Mal mit Big Spin und Chef Strobe nochmal eine Dreier Challenge. Gerne den Kanal abonnieren. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, könnt ihr das. Oh, die nehme ich mir erstmal mit. Könnt ihr das hier unten machen? Creator-Code Trimax eintragen, kostet euch nichts und ist sehr geiler Support. Drückt ihr auf OK. Fertig, kann man alle 7 Tage machen. Achso, und bald kommt das krasse Update, ne? Bald kommt das krasse Update mit Level 15. Da freue ich mich drauf. Das wird geil. Also, ich erkläre dir die Regeln direkt mit, ja? Wir gehen rein in Mega Draft. Dann wähle ich dir die ersten 2 Karten. Dann wählst du dir 4 Karten. Und dann wähle ich dir die letzten 2 Karten. Okay. Dann machst du das gleiche mit mir. Okay. Aber wir dürfen nicht die Games hintereinander. Du kannst mir jetzt nicht jede Runde den Elixier-Golem zugeben. Es müssen jede Runde 4 verschiedene sein. Also nicht die gleichen wie die Runde davor, okay? Ah, okay. Also ich darf den, wenn ich jetzt die letzte Runde Lava und gebe, oder dann, ja. Darf ich dir nochmal Golem im nächsten geben. Aber genau. Dann das übernächste darf ich dir wieder den Golem geben. Ja. Okay. Und wer fängt an? Ich würde sagen, du. X-Bogen und Elixier-Golem. Das ist so dumm. Ich schwöre, das sind die aller schlechtesten Karten. Wie geil! X-Vogel! Okay, jetzt darfst du picken. Aber hast du ja schon mal eine ganz gute Base? Oh, hast du dich verklickt? Nee. Ich gebe dir einen X-Bogen und Elixier-Golem und du nimmst dir als erstes die Rocket. Mhm. Ich finde dich so toll, ne? Ist okay. Ich hätte dir jetzt wahrscheinlich noch die Rocket gegeben am Ende für die letzten 2 Karten. Wenn du sie dann nimmst, ist auch gut. Ja, also das Ding gewinnst du nicht. Sorry, also bei aller Liebe. Hier ist es wirklich schwer, überhaupt einen Sieg hinzufahren. Wolltest du die Banditin? Mhm. Ja, Junge, du verklickst dich die ganze Zeit. Gib's doch zu. X-Boom, Banditin, Rocket. Du bist dran. Was nimmst du? Hunter. Ja, du musst mal aufpassen. Das ist alles okay. Gut, ich gebe dir keine Tipps. Aber da ist auch zum Beispiel auch noch ein Phoenix. Warum soll ich ihn nehmen, Digga? Was bringt mir der Phoenix? Phoenix ist immer First Pick. Okay. Okay, jetzt hast du, jetzt haben wir dann gewinnen noch 2 Karten. Und dann machen wir das Ding ganz einfach. Giant, Royal Giant. Und das ist erlaubt, so zu picken? Ja. Okay. Das ist verloren. Ja, auf jeden Fall ein wildes Deck, was du da hast, ne? Ja. Wie hoch siehst du deine Siegeswahrscheinlichkeiten ungefähr? Sehr niedrig. Sehr niedrig? Sauber. Erstmal der defensive X-Bogen, da kennt man dich. Guck mal, da hast du jetzt 2 Jahre kein Clash Royale gespielt und kommst direkt mit deiner Main-Win-Condition wieder um die Ecke. Gut, den Kicktower angemacht, war Absicht? Ja. Nein, du hast den X-Bogen gespielt, bevor überhaupt die Crackerin auf dem Feld war, du Idiot. Lügner. Aber ich habe ihn extra in die Mitte gespielt, dass irgendwas passiert. Ey, du bist ja wahnsinnig los, das ist krass. Fängst du dir mit den Guards ab? Nee. Dachte ich jetzt, dass du den abfängst. So. Jetzt kommt dein Giant Banditen-Push. Oh, der Royal Giant kommt direkt hinterher. Geil, dass du 2 davon hast, ne? Ja. Sauber. Geiler Hunter mit Hälfte Leben hinterm Royal Giant. Okay, ich schicke immer meinen Schaden vor. Kein Hit macht der Hunter, zur Rechten hat man gesehen. Rocket auf die Hawks, geil. Ein Elixier minus. Ein Hit vom Royal Giant. 2 Hits, Chef Strobel, du liegst vorne, du hast einen Damage Lead. Okay. Oh, gut ausgewicht, ne? Guter Kite, der Minion-Horde. Es ist so schwer, Digga. Ich habe so lange kein Clash Royale mehr gespielt. Hilfe. Chef Strobels Picks sind teilweise schlechter als die Random Picks, die Max ihm gibt. Das kann nichts werden. So, jetzt wieder ein Rocket oder... Oh, ein Hunter, gut, bessere Wahl. Boah, der greift genau das Schwein an, was auf dem Turm angegriffen wurde. Unlucky. Ist das Big Spins legendäres Double Giant Deck? Nee. Oh, Double Giant Chef Strobel! Boah, schöner Prinz von ihm, das ist sehr schlecht. Aber du bist dran! Du bist dran, Chef Strobel! Du liegst vorn! Oh, ist okay. Was für eine Rocket! Das war gut. Hä? Das war wichtig. Wie fühlst du dich jetzt? Gut. Ich muss jetzt hier einen guten Push aufbauen. Rocket auf die Schweine, so wie uns Big Spin das beigebracht hat. Minion-Horde, was machen wir da? Boah, ich habe jetzt ist es durch. Ich habe das kann ich nicht verteidigen. Oh nein, Chef Strobel! Hast du süß? Nein, der ist am Turm! Ah, ist krass, die Minion-Horde hat mich komplett auseinandergenommen. Gib mir eine Karte, schnell. Nado, Graveyard, Rage. Ich bin jetzt erstmal wieder dran. Ach so, stimmt. Wieso gibst du mir mein Main-Deck mit?
Cage. Was nehme ich denn noch? Was nehme ich denn noch? Okay, dann Rage, ja. Was nächstes? Lightning. Du musst eine schlechte. Das ist okay. Ich bin gespannt, ob du das gewinnst. Also wenn der Gegner nicht vollkommen dumm ist, sollte er das gewinnen. Der Gegner ist vollkommen dumm. Alle sagen, ich soll dir die Challenge nochmal erklären. Du sollst mir schlechte Karten geben. Ja. Hoffe, dass der Typ einfach halbwegs Clash Royale spielen kann. Was ist das denn? Bro, nein, er kann... Ach, Digga. Er spielt eine Banditin da rein, anstatt die... Okay, der... Also dein Gegner ist schon wieder so schlecht. Wow. Was soll das denn? Digga, chill doch mal, du hast auch mal klein angefangen. Ja, aber warum spielt der eine Banditin in den Graveyard und nicht die fucking Bats? Weil ich Pfeile hab. Oh, guck mal, krass. Da hat er mich gerade auseinandergenommen. Geragter Friedhof, man kennt's. Chef Strobel? Der Friedhof ist geraged. Chef Strobel, die Leute fragen, ob du high bist. Ich verstehe das nicht, was der Gegner macht. Hast du... Wie viel Koffein hast du denn hier reingehauen? Ich bin jetzt fassungslos, was der Gegner macht. Ich bin fassungslos. Wie viel Kaffee hast du heute Morgen gehabt? Ich hatte schon 4 Tassen. Das ist so gelogen! Lightning wäre hier aus der Hölle, guck dir das an. Na, der Typ ist verloren, schade. Der Typ ist verloren, das geht nicht mehr. Ich spiele halt auch einfach gut. Weißt du, wie schwer das ist, für jemanden gegen mich zu gewinnen? Ich bin ultimativer Champion. So, du nimmst als allererstes... ein Erdbeben. Okay, dann nimmst du jetzt einen Schneeball. Digga. Was denn? Das finde ich alles gar nichts, die beiden Spells. Du kannst auch ein Erdbeben auf dem Bäcker spielen, oder nicht? Jetzt darfst du selber picken, ne? Mhm. Pickst immer so langsam und dann immer so kacke. Die Mutterhexe. So random. So random, Junge. Oh, du hast ein Erdbeben gegen den Ofen, geil. Gegner ist aber auch lost. Du darfst picken jetzt, Herr Schrubbel. Oh, meiner, super. Hast du dich für die Kanonenkarre entschieden? Mhm. Klasse. Okay, noch 2 Dinger, ne? Dann nimmst du bitte einmal das Holz und dann darfst du jetzt bitte noch die Pfeile picken. Okay, wollen wir noch irgendeine Liste einführen, ob Spells irgendwann max sind? Weil ich habe jetzt 4 Spells. Ich weiß. Pfeile, bitte. Ich wollte nur fragen, weil... Ja, Digga, Gegner pickt als allererstes einen Packer. Und du nimmst nicht einen Konter gegen Packer mit. Du hast jetzt 4 kleine Zauber gegen Packer Schweinereiter. Ich hatte eben auch 4 Spells. Wenn du mir die guten gibst. Nice. Geiler Erdbeben. Geiler Start, Digga. Du liebst vorne. Du hast meiner Erdbeben. Das ist sau heftig. Pass auf, dass der dich am Turm sehr gut gemacht. Boah, und sogar ein Schweinehit hat abge... Kanonenkarre. Kommt die an, glaubst du? Connectet die mit dem Turm? Nö. Aber Gegner setzt... Gegner setzt trotzdem nochmal 2 Elixier in Sand. Der Gegner ist aber auch so kacke. Der setzt immer wieder an den Turm, der low ist, seinen Ofen. Damit du ein Erdbeben spielen kannst. Okay. Okay, Schnittstrubbel. War okay. War okay? War geil. Ich frage mich, ich will echt, wie ich den Packer aufhalten soll. Na, wird schwer nachher. Oh, fuck, der hat deinen Miner abgefangen. Wie fühlst du dich? Im Predicted Deck kann ich das. So, jetzt aber. Pass auf, der Golden Knight charged. Ist die Kanonenkarre... Kann die lange so einen Packer aufhalten? Ja, in Kombination mit dem Schneeball. Hast du geschafft. Danke. Geil, dass die jetzt in Clash Royale auch Skill-Based Matchmaking haben. Also, dass du hier mit Erdbeben Cycle gewinnst, ist wirklich die größte Frechheit. Oh mein Gott. Oh no, Nick, pass auf, dass deine Queen die Rocket... Scheiße, Schiffstrubbel. Scheiße, du darfst sie doch nicht so dicht an den Turm spielen, oder? 1000 AP nur noch sein Turm. Du chippst den gut down mit Holz, Pfeile, Schneeball, Erdbeben, yeah. Miner. Das hast du schon mal gespielt, das Deck, ne? Was laberst du, Junge? Es ist übertrieben anstrengend, gerade gegen ihn zu spielen. Wie gut ist der Gegner?
Der kann einmal einen Packer hinten spielen, das Ding ist durch. Macht er nicht. Oh, da kommt wieder die Pfeile. Das hast du, Chef Strubbel. Das hast du. Gewonnen. Oh. Wie fühlst du dich? Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, er hat auch schlecht gespielt. Also die Moves von ihm waren echt scheiße. Okay, du kannst rein. Naja, chill kurz. Ich muss kurz den Diamond Pass holen mit Creator Code Trimax. Wie ist deiner? Also, ich hab keinen. Weißt du, den Gag mache ich einfach seit 5 Jahren und du musst immer noch lachen darüber, dass du keinen hast. Ja. Ja. Warum hast du keinen? Weil ich dachte, damals dachte ich, ich bin Assi-YouTuber. wegen React in Attack bei Clash of Clans. So geil, ne? Du kriegst auch den Erdbeben. Heilgeist. So, dann nehme ich mir noch. Boah, das ist jetzt tricky. Soll ich es trotzdem probieren? Ich nehme die Seppis einfach mal für eine stabile Defense. Boah. Ich nehme die Guards und versuche sein Predict zu predicten der Pfeile und hoffe, dass der kein Poison pickt. Gegner pickt gefährlich. Ja. What? Okay, jetzt ist er voll da. Und dann nehme ich auf jeden Fall noch einen Mega-Minion. Fuck, jetzt bist du dran. Fuck, ja. Versagst. Schneeball? Ja, versuch's hier mit meinen eigenen Mitteln zu schlagen, hä? Schnell. Roll Giant. Bro! Was? Ich hatte keine Win-Condition! Hä? Ja. Du bist so lost! Ich denk mir die ganze Zeit, scheiße, 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 ich habe keine Win-Condition. Und dann kommst du und gibst mir den Royal Giant. Ich habe noch nie so viele Fragezeichen in meinem Chat gesehen. Ist okay. Ist okay? Ich hab damit einen Plan. Der Plan wird auch aufgehen. Warte doch mal ab. Was ist das denn jetzt schon für ein Gegner? Okay, die Hexen-Value ist ein bisschen zu viel. Jo, hat doch noch mehr Skelette. Was geht denn bei dir ab? Ein ganzes Skami gespawnt. Hier zählt nichts. Du zeigst dein Chat nicht das Gameplay? Ja, ich hab die Air-Server so abgeschmiert. Ich feier dich so, ne? Du streamst seit 30 Minuten und die Leute sehen nichts. Ne, ja, die haben das vorhin gesehen. Wo ist denn das Bild? Warte, ich muss nochmal Connection schaffen. Ich hab deine Sekunde gehabt. Das ist ultra laut, kannst du das mal lassen? Tut mir leid, ja, ich hab's gleich. Sauber, kein Hit. Bro, ist das laut. Ja, ich hab's. Was ist denn da so laut bei dir? Digga, ich weiß nicht, was das gerade war. Gib mir kurz. Du bist der allergrößte Rando und ich find's klasse. Okay? Jetzt. Ich kann nicht. Gib mir Headshot. Ich muss jetzt versuchen, auf der anderen Seite ein bisschen Druck zu machen. Ja, er hat einen Prinz und einen Sparky. Das sieht nicht gut aus. Bin ich dir aber mal ganz ehrlich. Den haben wir immerhin gut abgefangen. Endlos stabile Defense. Ja, rechts die Hexe, chill mal ein bisschen. Ja, der Typ ist ja aber auch echt selten schlecht, ne? Leider. Nee. So schlecht spielt er leider gar nicht. Boah, ich glaube, das verliert der Typ. Der ist schlecht. Schade, Chat, wir haben verloren. Hätte echt nicht den Run Giant geben sollen. Das ist ja dumm. Guckt euch das an, der hat echt, Max hat echt gewonnen.
Oh, wie schlecht. Holy shit! Wie schlecht war der Gegner. Sauber! Wie schlecht war der Gegner. Danke für den Royal Giant. Wirklich, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Ich geh rein. Alright, dann, oh, da sehe ich doch eine fantastische Kombination. Als erstes pickst du bitte einmal den Lava-Hund. Links oben. Schön. Gut, 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 gut. Dann pickst du den Golem. Dann hast du richtig einen geilen Lufttank. Den besten Lufttank. Ja, das ist so lächerlich. Und den besten Bodentank. Jetzt hast du so einen Zwei-Ebenen-Tank. Oh, ein Inferno-Turm. Das ist ja scheiße. Oh, nee, Alter. Jetzt ist ja Krise. Das ist so scheiße, wie drehst du das? Warum krieg ich solche Drafts und du nicht? Das verstehe ich. Den Inferno-Turm habe ich nicht gesehen. Das tut mir leid. Das, oh, fuck. Jetzt hast du wirklich, das gibt's ja nicht. Jetzt hast du 15 Elixier-Riesentanks und er hat einen Inferno-Turm. Ziehen wir's durch. Hoffentlich pickt er nicht doch den Inferno-Dragon. Und den Mighty Miner. Dann hätte er 3 Inferno-Effekte. So, was machst du jetzt? Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Das sind die leichtest verdientesten 10 Subgifts meines Lebens. Seit wann schon um 10 Subgifts, du Schwanz? Bro, wir spielen immer um 10 Subgifts! Extra nicht um 100, wie mit Bixpin sonst immer. Klar, was ist das, als ob du mit um 100 Subgifts mit Bixpin gespielt hast? Digga, ich höre zum ersten Mal, dass wir um 100 Subgifts spielen. Holy shit. So, Chef Strobel. In der letzten Runde hatten wir ja kein X-Bo. Deswegen ist es jetzt wieder Zeit für den X-Bogen, weil du ihn so gerne spielst als X-Bogen-Main. Rechts unten ist der X-Bogen, rechts unten, sehr gut. So. Wo kracht's jetzt nochmal richtig? Nimm mal noch einen Friedhof. Friedhof, rechts an der Seite. Ich kann nicht auswählen. Ich schwöre, ich kann nicht draufdrücken, mein iPad spinnen. Ich schwöre, ich hab draufgedrückt, Max. Ich schwöre es dir, ich hab draufgedrückt. Ich hab draufgedrückt, das ist kein Witz. Man kann es im Stream nachschauen, dass ich draufgedrückt hab. Ich schwöre es dir, ich hab draufgedrückt, das ist kein Witz. Bullshit. Nein, du kannst im Stream nachschauen, ich hab draufgedrückt. Ich hab wirklich draufgedrückt. Okay, dann, okay. Du musst ein bisschen schneller passiert. Sagen. Passiert, dass du schummelst, aber wir spielen wirklich um 10 Subgifts, okay? Okay. Bro, du hast gestern Bellingham gezogen und musst dafür noch nicht mal zahlen. Geil, da ist ja der X-Bogen wieder. Kann nichts machen, der Typ spielt das sogar noch richtig smart durch. Du musst da aufpassen, dass der Golden Knight... Oh, nee. Hat er smart durchgespielt? Oh, nee, ne? Oh, durchs Holz gecharged! Super! War Absicht? Ja. Hattest du den Golden Knight nicht vorher gecharged, bevor er das Holz geworfen hat? Ich wusste, dass ein Holz kommt. Ja, der hat ein Holz gedraftet. Ja, aber wie soll ich das gewinnen, Digga? Der Typ weiß, wie man Clash Royale spielt und er macht immer Pressure auf der anderen Lane dann instant. Pressure. Wieso ist der Gegner smart, wenn Strobel den X-Bow in den Mönch setzt. So, Schäfer, jetzt kommt deine Win-Condition. Der Lava und X-Bow Play. Jetzt machst du Spaß, ne? Ich schwöre, es ist geil. Du spielst so geil. Oh nein, der Inferno-Turm. Wir müssen das echt öfter machen. Ach, der hat wirklich noch den Inferno-Dragon gepickt. Wahnsinn. Nicht, dass der jetzt einfach wegschmilzt, denn... Oh no. Und links... Oh, Pfeile. Pfeile für links. Warum nicht für rechts? Links hättest du ein bisschen Schaden kassiert. Rechts verlierst du ganz den Turm. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gewinnen soll. Oh, der schickt dir einen Arsch! Hast du es gesehen? Mhm. Der hat hier einen Schweine... Hat hier einen Schweinearsch rüber geschickt. So, da ist wieder mal ganz klassisch in der... Jetzt geht's los! Golem-Lava, was denkt der Gegner? Was denkt der Gegner? Wow! Kobold-Fass-Angriff auf den Inferno-Turm. Reicht das, dass der Golem-Might überlebt? Nee! Oh, nee! Der hat so viel Inferno-Scheiß. 2 Inferno-Türme und ein Inferno-Dragon. Gute Pfeile. Das wird ein Connect.
Es wird ein Connect, mein Lieber. Jetzt wieder rein. Ich hoffe, er hat keinen. Ich hoffe, er hat kein Holz. Der hat ein Holz. Ja, das geht nicht. Ey, aber gut gespielt da. So 4 Inferno-Türme, 3 Inferno-Dragon. Du kommst da mit 8 Tanks um die Ecke. Der schickt dir einen Arsch. Bist du nicht früher immer in den Clan gegangen der Leute? Und hast sie dann beleidigt, wenn sie dir Emotes geschickt haben? Nö, hab ich dann geschrieben, easy GG's. Easy GG's hast du dann geschrieben, wenn du verloren hast. Also, bei dir steht's jetzt 1-2. Und ich bin gerade 2-0, korrekt? Ja.